Das kennt wahrscheinlich fast jeder von uns. Man ist auf Insta und da bekommt man manchmal einfach ziemlich komische Nachrichten oder Nachrichtenanfragen wie die hier. Und die meisten von uns erkennen wahrscheinlich auch ziemlich schnell, da steckt keine junge, attraktive Frau dahinter, die uns kennenlernen will, sondern das ist ein Fake. Ganz oft wird so ein Fake auch als Sexbot bezeichnet. Das ist jetzt nicht gerade gut, aber manche Fakes sind besser. Und wie kannst du die dann erkennen? Das zeige ich dir in diesem Video. Also die Situation ist die folgende, dich schreibt jemand auf Insta an und du fragst dich, hat die Person wirklich Interesse an mir und will mich vielleicht kennenlernen oder mit mir anfangen zu schreiben oder steckt da ein Fake dahinter? Rausfinden kann man das oft durch ein paar einfache Schritte, ich zeige dir mal, wie du am besten vorgehst. Schritt Nummer 1, schau dir genau an, wie die Person dir schreibt. Wird dir zum Beispiel auf Deutsch, das sollte eigentlich so sein, geschrieben oder doch auf Englisch? Und dann, was wird geschrieben? Sind da unzählige, uneindeutige Emojis enthalten, so wie hier? Oder findest du sogar grammatikalische Fehler und sonstige Sachen, die in Bezug auf dich eigentlich gar keinen Sinn machen? Das wären auf jeden Fall Hinweise darauf, dass es sich hier um einen Fake oder einen Sexbot handeln kann. Oder ganz plump, will dir die Person in deinen DMs vielleicht sexy, kostenlose Videos oder gleich sogar Geschlechtsverkehr andrehen? Sorry, dann handelt es sich dabei wahrscheinlich nicht um die Liebe deines Lebens, sondern eher um einen Sexbot, der dich abzocken will. Jetzt fragst du dich vielleicht auch, was sind Sexbots überhaupt? Also das sind keine echten Menschen, sondern Fake-Profile, die darauf programmiert sind, viele andere Profile anzuschreiben, zum Beispiel eben über Privatnachrichten oder aber auch manchmal bei großen Accounts in die Kommentare was zu schreiben. Und in aller Regel wollen die, dass du auf irgendwelche Links klickst. Die schicken sie dir oder die packen die bei sich in die Bio oben mit rein. Und wenn du auf diese Links klickst, dann kannst du auf gefährliche Seiten kommen. Und gefährlich sind die Seiten deshalb, weil sie Kostenfallen enthalten, also du könntest zum Beispiel aus Versehen für was bezahlen oder sogar ein Abo abschließen oder aber, weil du dir bei einem Download Viren auf dein Gerät holen kannst, also einfach auf solche Links nicht draufklicken. Was aber, wenn die Nachrichten nicht ganz so eindeutig darauf schließen lassen, dass es hier um einen Fake handelt? Dann kannst du im zweiten Schritt einen Profilcheck machen. Geh also auf das Profil und schaust dir genau an. Hier mal ein Profil, von dem ich eine komische Nachricht bekommen habe. Und da sehe ich direkt 0 Follows, also dieses Profil folgt niemandem und hat 0 Beiträge. Das riecht für mich schon ziemlich nach Fake, weil schließlich ist man auf Instagram und folgt da anderen Accounts, sonst ist der eigene Feed einfach ziemlich leer. Ein ungewöhnliches Verhältnis zwischen Leuten, denen die Person folgt und Leuten, die der Person folgen. Wenn du das entdeckst auf dem Profil, das kann auch ein Hinweis für ein Fake-Profil sein. Muss nicht immer, aber würde ich immer beim Fake-Profil-Check mit einbeziehen. Schritt 3, wenn Bilder auf dem Profil vorhanden sind, dann check die. Sind die stark verpixelt oder wirken die irgendwie komisch ausgeschnitten? Das ist auf jeden Fall ein Hinweis für ein Fake-Profil. Ganz häufig haben gerade Fake-Profile aber auch richtig professionelle Bilder, also so richtig, richtig professionell, fast schon wie von Profis gemacht. Und genau damit kannst du sie aber auch überprüfen. Mit der Google-Bilder-Rückwärtssuche kannst du nämlich überprüfen, ob diese Fotos vielleicht von anderen Fotoplattformen kommen oder sonst irgendwo im Netz geklaut wurden. Wie die Google-Bilder-Rückwärtssuche funktioniert, das zeigen wir dir hier im Video. Findest du auch darüber keinen eindeutigen Hinweis, schreibst vielleicht schon mit der angeblichen Person und hast trotzdem ein komisches Gefühl, dann kannst du noch eine weitere Sache machen, und zwar die Person bitten, dir ein aktuelles Foto zu schicken. Das kann zum Beispiel die aktuelle Tageszeitung vor Ort sein oder aber ein Selfie, wo die Person was Bestimmtes macht, also zum Beispiel irgendwie 4 Finger hochhält oder irgendwie einen Gegenstand wie einen Löffel oder einen bestimmten Stift in der Hand hält. Solche Fotos mit einer konkreten Aufgabe sind nämlich ziemlich schwer zu faken. Achtung, wenn du so vorgehst, dann lass dich auf gar keinen Fall auf einen Austausch mit der Person ein, also zum Beispiel, dass du zuerst ein bestimmtes Selfie schicken sollst, denn wenn du ganz viel Pech hast, dann wird genau dieses Selfie, das du dann verschickst, für das nächste Fake-Profil genutzt. Und jetzt gibt es auf Instagram noch eine weitere Kategorie an Menschen, die tatsächlich real sind, aber das, was sie machen, doch eher so in Richtung Fake geht, deswegen wollte ich im Video auch noch kurz darüber sprechen. Nachrichten von diesen Leuten sehen meistens relativ ähnlich aus. Die schreiben dir, dass das Profil ihnen aufgefallen ist, dass du einen tollen Vibe hast und dass sie vielleicht was für dich hätten, womit du Geld verdienen kannst. Spätestens beim Thema Geld solltest du aber zumindest skeptisch werden oder die Leute direkt blockieren. Denn was als nächstes kommt, ist, dass die Leute dir ziemlich wahrscheinlich irgendwelche Halbwahrheiten oder auch einfach Lügengeschichten über ihr angebliches Business und ihr tolles Gehalt erzählen und dich dann darauf hinweisen, dass du genauso viel verdienen kannst und du vorher dir nur so ein paar Sachen von ihnen abkaufen musst.
Damit locken die dich aber am Ende in eine Falle, die dich nicht nur sehr viel Geld, sondern auch sehr viel Nerven kosten kann. Auch wenn die am Anfang echt mega nett klingen, genau das ist halt deren Masche. Deswegen schon deine Nerven und dein Geldbeutel, sei da aufmerksam und blockiere lieber ein bisschen früher als zu spät. Mit diesen Tipps kannst du jetzt natürlich solche Fakes und Sexbots easy entlarven, hoffe ich jedenfalls. Aber was machst du, wenn du jemanden enttarnt hast? Dann solltest du dieses Profil auf jeden Fall blockieren, dann bist du schon mal selber aus der Sache raus und auch noch melden. Denn nur wenn solche Profile oft genug gemeldet werden, kann Instagram als Plattform gegen die vorgehen und die von der Plattform schmeißen. Jetzt noch ein extra Tipp für Sexbots, also nicht wenn du einer bist, sondern wenn die dich vor allem in deinen DMs nerven. Da ist es blöde einfach, die sprießen echt wie Pilze aus dem Boden. Kaum hast du einen blockiert, kommt schon wieder der nächste an. Deswegen ein Tipp, um dich da so ein bisschen zu entspannen. Nutz die Wortfilter-Einstellung für deine DMs, denn solche Emojis hier, die kommen sehr häufig vor in Nachrichten von Sexbots und deine Freunde schicken die wahrscheinlich eher seltener. Wenn du den Wortfilter eingestellt hast, werden also Nachrichten, die diese Emojis enthalten, einfach vorher schon blockiert, kommen gar nicht zu dir durch und du hast ein bisschen Ruhe von solchen Sexbot-Nachrichten. Ja, dann jetzt viel Spaß beim Fakes enttarnen und wenn dir das Video irgendwie weitergeholfen hat oder gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder ein Abo da.